Ja, herzlichen Dank. Ich darf auch einen wunderschönen Abend wünschen. Es ist ja wirklich ein wunderschöner Abend heute in Innsbruck. Ich habe mir überlegt, wie beginne ich über meine Arbeit zu erzählen und wie strukturiere ich das. War jetzt aber so baff, ob des Lobes, das ich bekommen habe, gar nicht erwartet. Ich werde einfach mal erzählen, was so die faktische Tätigkeit ist, wie das zeitlich abläuft, was man da tut, und dann ergeben sich, glaube ich, Fragen von selbst. Die Arbeit eines Europaabgeordneten ist prinzipiell eine sehr zeitbelastende. Das muss man mal von Anfang vorausschicken, weil die Distanzen, die man als Europaabgeordneter zurückzulegen hat, mit nichts vergleichbar sind, was wir in Österreich gewohnt sind. Ich kriege immer so eine Statistik von der Lufthansa. Die Lufthansa ist nicht die einzige Fluglinie, mit der ich unterwegs bin. Es ist die Austrian Airlines und ein bisschen die Swiss manchmal und ein paar mal andere. Und die hat aber ganz verblüffende Zahlen für mich. Ich verfolge das ja nicht so bewusst, für das letzte Jahr geliefert. Ich bin das letzte Jahr allein von der Distanz mehr als 6-mal um die Erde geflogen. Ich wäre mehr als die halbe Strecke zum Mond unterwegs, was sich vielleicht manche wünschen würden, aber ich bin halt eher um dumm. Und das Faszinierendste für mich selber war, die haben auch geschrieben, dass ein Lufthansa-Bordmitarbeiter oder Bordmitarbeiterin im Jahr ca. 900 Stunden im Flugdienst ist. Ich selbst war 750 Stunden, also mehr als 750 Stunden an Bord von Lufthansa-Flugzeugen. Also es ist schon fast mit einer Dienstverpflichtung zeitlich vergleichbar. Wie kommt es? Ich bin jede Woche unterwegs, also jede Woche am Montag fliege von Graz weg meistens, weil ich Bruck an der Mur bin, also von Graz nach Brüssel, und jeden Donnerstag retour. Das ist so dreimal im Monat. Einmal im Monat ist dasselbe mit Straßburg. Also man kann sagen, ich habe einmal eine durchschnittszeitliche Beschäftigung von Montagvormittag bis Donnerstag auf Nacht. Was passiert in dieser Zeit? In dieser Zeit passieren eigentlich drei unterschiedliche Arten von Tätigkeit. Wenn Sie den Parlamentskalender des Europäischen Parlaments anschauen, sind da unterschiedliche Formen. Da ist grün, rosa, gelb, glaube ich, und rot. Irgendwie schaut das aus. Das kann man sich auf der Homepage vom Parlament anschauen. Und das gliedert sich in Folgendes auf. Es gibt Fraktionswochen, Ausschusswochen und Plenarwochen. Und dann mischt sie es in einer Woche durch. In der vierten Woche ist alles in einem. Und diese drei Arten von Sitzungswochen sind eigentlich die Tätigkeit am meisten charakterisieren. Was passiert wann? In den, ganz einfach gesagt, Fraktionswochen sitzen die politischen Fraktionen im Europäischen Parlament, die ähnlich ausschauen wie im Österreichischen, nur sind sie ein bisschen mehr und ein bisschen anders gestaltet. Tagen sie und versuchen, gemeinsame Linien für größere politische, rechtliche Fragen zu finden, sich für die Abstimmungen zu formieren, wenn man das so sagen kann, und möglichst einheitlich nach außen darzustellen. Das passiert in den Fraktionswochen. In den Ausschusswochen ist es so, dass die Ausschüsse des Parlaments tagen, es sind, glaube ich, 21 oder so, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Diese Ausschüsse haben Mitgliedsstärke von ein bisschen über 40 zu fast 70, also teilweise mehr als ein Drittel des österreichischen Nationalrats. Das sind schon relativ große Gremien. Da finden eigentlich die fachlichen Auseinandersetzungen wirklich statt. In den Ausschüssen streiten die Abgeordneten verschiedener Couleurs. Es wird intensiv diskutiert, es werden Strategien versucht umzusetzen. Und da findet eigentlich die richtige Facharbeit, die harte Gesetzes- und Resolutionsarbeit statt. Das dritte sind dann die Plenarwochen. Da gibt es eben im Schnitt jedes Monat eine Plenarwoche in Straßburg. Da tagt das gesamte Europäische Parlament. Da werden Gesetzestexte endabgestimmt. Dort wird noch einmal diskutiert über das alles, was man im Ausschuss Gesundheit eh schon diskutiert hat. Und am Ende werden da die fertigen Gesetze hergestellt. Das ist die Theorie. Wie läuft es in der Praxis? In der Praxis, muss man sagen, ist natürlich die Kerntätigkeit jedes Europaabgeordneten, der seine Arbeit ernst nimmt, Gesetzgebung. Die Gesetzgebung im Europäischen Parlament funktioniert aber
sehr viel anders, als wir das aus Österreich gewohnt sind. Ich weiß nicht, ob Sie diese Zahlen kennen und ob sie jetzt noch so genau stimmen. Mir sind die einmal untergekommen. Aber meines Wissens beschließt der österreichische Nationalrat 95% der Vorschläge der österreichischen Bundesregierung unverändert. Also die österreichischen Nationalratsabgeordneten sagen zu 95% der Regierungsvorschläge einfach ja am Ende, es wird genauso beschlossen wie vorgeschlagen. Beim Europäischen Parlament ist diese Quote umgekehrt. Das Europäische Parlament ändert an die 95% der Kommissionsvorschläge ab oder lehnt sie ab. Das ist eine ganz andere Art von Parlamentarismus. Er erklärt sich auch aus der Systematik irgendwie logisch, weil im österreichischen Nationalrat oder auch jetzt im Tiroler Landtag oder auch in den anderen nationalstaatlichen Parlamenten ist es ja so, dass es eine Regierungsmehrheit gibt, die diese Regierung stützt und der Opposition gibt, die im Wesentlichen versucht, diese Regierung politisch zu bekämpfen. Und so verhalten sich die Abgeordneten im Parlament. Sie stützen einerseits die Vorschläge oder sie bekämpfen sie. Und wenn man das im österreichischen Nationalrat sich anschaut und Diskussionen verfolgt, sieht man recht schön, es reden immer dieselben für die Regierung und immer dieselben gegen die Regierung. Das ist, brauchst gar nicht mal zuschauen, weiß genau, was wer sagt eigentlich. Das europäische System ist ein anderes. Die Kommission ist nicht wirklich Regierung, obwohl sie jetzt, das können wir noch diskutieren, durch diese Strukturierung, die Neustrukturierung durch Juncker einiges ändert, aber sie ist es de facto nicht. Sie ist so etwas wie ein neutraler Gegenspieler und Mitspieler zum Europäischen Parlament mit einer für uns wesentlichen Befugnis, nämlich mit dem Initiativrecht. Das heißt, die Gesetzesinitiativen kommen von der Europäischen Kommission ins Europäische Parlament. Da wir jetzt aber keine Regierung als Kommission stützen oder nicht stützen, werden diese Vorschläge sozusagen als neutraler Vorschlag gewertet. Und unsere Aufgabe ist es, aus diesen Vorschlägen dann etwas zu machen. Da gibt es zwei Herausforderungen. Inhaltlicher Ort und Mehrheit finden. Weil man muss beim Europäischen Parlament zwei Dinge beachten. Es gibt keinen Clubzwang, also die Fraktionen stimmen nicht immer einheitlich ab. Und es gibt keine fixen Koalitionen. Also es ist nicht so, wenn irgendwas einer kommt, dass immer dieselben miteinander eine Mehrheit bilden oder Minderheit sind. Und das macht das Arbeiten im Europäischen Parlament jetzt für mich persönlich so faszinierend. Das ist irgendwie dieser Parlamentarismus im perikleschen Sinne. Die selbstverantwortliche Abgeordnete, die keine Vorgaben bekommt, was sie zu tun hat, selbst tun kann, was man möchte und für gescheit hält, aber sie am Ende dann auch rechtfertigen muss und sie nicht auf irgendwelchen Zwang herausreden kann. In der Praxis ist es dann so, diese Gesetzesvorschläge kommen in den zuständigen Ausschuss oder in die zuständigen Ausschüsse. Mein letzter großer Bericht war dieser Gigaliner-Bericht. Also da ist es darum gegangen, ob diese Riesen-LKWs durch ganz Europa fahren dürfen oder nicht. Da war ich Berichterstatter. Was heißt Berichterstatter? Berichterstatter ist der Abgeordnete, der hauptverantwortlich dafür ist, dass dieses Gesetz vom Vorschlag zu einem echten Gesetz wird, das beschlossen wird. Wie wird man Berichterstatter? Gibt da keine zwangsweisen Schemen. In Wahrheit ist es so, je erfahrener und einflussreichster du bist, desto eher kriegst du die bedeutenden Berichte. Das ist, kann man jetzt kritisieren, aber so funktioniert das System. Und bei mir ist es jetzt die dritte Periode schon. Also ich bin das dritte Mal gewählt, bin jetzt auch stellvertretender Vorsitzender der gesamten sozialdemokratischen Fraktion. Und somit habe ich die Möglichkeit schon, mir Dinge auszusuchen, die mich interessieren. Ne? Und so wird man dann leichter Berichterstatter. Diesen Bericht habe ich aber in der letzten Periode bekommen, bin ernannt worden zum Berichterstatter. Und wie beginnt dann das Arbeiten? Man ist einmal
als Berichterstatter nicht allein. Wenn jetzt beispielsweise die Sozialdemokraten den Bericht bekommen, einer von uns Berichterstatter wird, ernennen die anderen ernstzunehmenden Fraktionen sogenannte Schattenberichterstatter oder Erstatterinnen. Die haben die Aufgabe, den Berichterstatter bei dieser Gesetzwerdung, bei diesem Gesetzwerdungsakt im Namen der anderen Fraktionen zu begleiten. Das nennen wir es einmal so. Ja, was tut jetzt der Berichterstatter, wenn es ein großer Bericht ist? Das Wichtigste ist einmal, sich eine Meinung zu bilden. Das hat man nicht immer. Man hat zwar gewisse Grundüberlegungen, aber man muss einmal das Ganze dann natürlich auch hinterfragen und verifizieren und schauen, was geht. Bei diesen Lastwagen war es bei mir so, ich wollte einmal nicht, dass die grenzüberschreitend fahren. Das war die Hauptherausforderung für mich, weil ich war nicht interessiert daran, dass plötzlich die durch Österreich fahren, wir unsere Brücken verstärken müssen, die Kurvenradien ändern und die Eisenbahn noch weiter unter Druck ist und so weiter und so fort. Das waren die Gründe dahinter. Die Europäische Kommission, der mag mir viel vorwerfen, aber deppert sind es auch nicht, nicht. Die haben natürlich gewusst, dass so ein Vorschlag massiven Widerstand hervorrufen wird. Und haben deshalb diesen Gesetzesvorschlag, Öffnung der Grenzen, mit 4, 5 anderen Maßnahmen umgeben, damit es nicht so auffällt. Mehr Straßenverkehrssicherheit, dann mehr Aerodynamik, besserer CO2-Dings und so weiter und so fort. Also so alles so positiv klingende Dinge. Die waren natürlich mit drin. Jetzt kannst du nicht sagen, Freunde, wir lehnen das gleich ab, weil dann findest du keine Mehrheit dafür, weil es gibt genug, die sagen, naja, das mit der Grenzüberschreitung ist zwar blöd, aber das andere ist super, jetzt müssen wir schon konstruktiv sein und wisst ihr, wie das so läuft. Na gut, also ist das alles gekommen. Ich habe einmal die ersten 2 Monate damit verbracht, fast ausschließlich Lobbyistinnen und Lobbyisten zu treffen. Beziehungsweise Verkehrsminister zu treffen und andere Interessierte. Ja, die bösen Lobbyistinnen und Lobbyisten. Weil was erfüllen die für eine Aufgabe? Die arbeiten alle für irgendein Interesse. Die kriegen dafür Zeit, dass sie uns Informationen liefern und möglichst von dem, was sie für gescheit halten, überzeugen. Die sind aber auch unglaublich nützlich, weil sie in ihrer Summe alles wissen, was man wissen muss. Ja, so muss man die einfach einmal, finde ich, alle treffen, um ein Gesamtbild zu bekommen. Entgegen romantisierender Vorstellungen, wie so Lobbyistinnen und Lobbyistenkontakte stattfinden und wie es manchmal so im Fernsehen zum Sehen ist, findet es nicht in tollen Restaurants statt, wo man dann auf gebrochenen Englisch erklärt, für 100.000 Euro mache ich das oder das, nicht? Wie das ein ehemaliger Minister gemacht hat, der jetzt gut versorgt ist und sicher unterbracht ist. Sondern bei mir ist es so, ich habe so Tage, wo Lobbyistinnen und Lobbyisten zu mir ins Büro kommen. Das ist für mich ein bisschen ein Horror, weil es relativ stressig ist. Aber für die auch, weil die kriegen alle 15 Minuten Termine bei mir. Und wenn mir einer in 15 Minuten nicht erklärt, was er will, dann ist das eh nichts Interessantes. Und es geht so den ganzen Tag durch. Also da treffe ich da dann schon 10, 15 am Tag. Mit ein bisschen Pausen machen wir dazwischen, aber doch so, dass das Ganze rasch geht. Weil wenn wirklich interessante Dinge dabei sind, kann man sie eh noch mal treffen und noch länger diskutieren. Also das ist so die Phase des Informationssammelns. Und dann war ich selbstverständlich dort, wo diese Lastwagen schon fahren. Ich war ein Abendessen hat es wirklich gegeben, da hat mich die schwedische Verkehrsministerin eingeladen. Das war sogar ein lustiges Abendessen, was bei diesen Gelegenheiten eher selten der Fall ist. Dann habe ich mit so einem Gigaliner fahren dürfen, da war ich bei Scania. Die haben so eine Teststrecken und da haben sie mich einmal fahren lassen mit sowas. Die waren eh sehr vertrauensselig. Ja. Und so kriegt man dann langsam ein bisschen ein Gefühl für das alles. Dann weiß einmal, ja, was will man ungefähr. Und aus diesem Wissen heraus habe ich mir gedacht, na klar, also grenzüberschreitend müssen wir abdrehen. Die Geschichte mit den aerodynamischen Veränderungen, dass sie weniger Treibstoff verbrauchen und weniger CO2 ausstoßen, das ist was Positives, über das können wir reden. Dass sie für günstigere Antriebssysteme ein bisschen mehr Gewicht haben dürfen, über das können wir auch reden, das war auch so ein Vorschlag. Dass LKWs viel sicherer werden sollen, indem die Rundumsicht verbessert wird und die ganzen
Sachen ein bisschen weicher werden und abgerundeter, über das kann man auch reden. Dann bin ich selber noch auf eine tolle Idee gekommen. Der hat mir keiner irgendwie eingeredet, aber ich wollte ein System, dass Fahrer sofort erkennen können, wenn der LKW überladen ist. Weil das ist derzeit noch ein Problem, dass manche LKWs überladen werden. Bei Gütern, wo man nicht genau weiß, wie schwer das ist, zum Beispiel bei Holz, ne, da weiß man nicht, wenn es nass oder trocken ist, wie schwer das wirklich ist. Und deshalb nicht gestraft werden können, weil sie dann sagen können, da fahre ich nicht. Beziehungsweise, dass es auch leichter ist zu überprüfen, ob es überladen ist. Also das wollte ich noch dazu haben. Nächster Schritt war dann, naja, aber wie kriege ich das durch? Und zu überlegen. Es hat die Europäische Volkspartei hat einen Finnen als Schattenberichterstatter ernannt, was ein bisschen kritisch war, weil die sind eher pro grenzüberschreitend. Die Liberalen an Iren, die Grünen, war ja wurscht, die waren nicht dagegen. Und bei den Kommunisten weiß ich auch nicht, woher die, weiß jetzt nicht mehr so genau. Nicht? Aber das Hauptproblemfeld war eigentlich mit der EVP, weil die sind die stärkste politische Fraktion, und mit den Liberalen, weil man nie weiß, was die wollen und das schwer einzuschätzen sind. Und im Zuge dieses ganzen Verfahrens heute ist es mal gelungen, die EVP intern zu spalten. Also es ist auch, wenn du länger im Europäischen Parlament bist, kennst natürlich die Kollegen auch bei den anderen politischen Fraktionen. Ich habe gewusst, der französische Vizepräsident des Ausschusses von der EVP ist auch gegen die Gigaliner, der hat ein bisschen ein Gefolg geschafft. Jetzt habe ich das so umgedreht und habe dann meinen EVP-Schattenberichterstatter bedroht. Ich habe gesagt, lieber Petri, ich glaube, ich habe eine Mehrheit dafür, um grenzüberschreitende Fahrten komplett zu verbieten in Europa. Ich weiß, dass dir das nicht recht ist, weil ihr fahrt in Schweden und Finnland grenzüberschreitend. Aber ich glaube, ich habe eine Mehrheit dafür und ich würde das jetzt versuchen durchzusetzen, auch gegen, wenn du da dagegen bist. Ich meine, der war in heller Panik, weil das hätte bedeutet, dass die Verkehrspolitik von Schweden, Finnland, Dänemark und auch Norwegen, obwohl die nicht zu uns gehören, aber das ist irgendwie, passt das irgendwie so zusammen, komplett revidiert hätte werden müssen. Die hätten mit ihren Lastwagen nicht mehr fahren dürfen. Ich meine, geht natürlich nicht, aber ich habe so eine Drohkulisse aufbauen können, weil die EVP in der Frage doch gespalten war. Mit dem Hintergedanken, na, irgendwann werde ich dann nachgeben, aber dann ist er so froh, dass ich nachgebe und ich habe eine ganz große Mehrheit für das, was ich wirklich will, nämlich einfach, dass sich nur nichts ändert. Dass die bis jetzt gefahren sind, weiterfahren können, ich meine, das kannst du ihnen kaum verbieten, und dass die nicht wollen, die nicht haben, brauchen. Naja, und nach einer Zeit lang, also ich war da sehr bekannt in schwedischen und finnischen Zeitungen zu dieser Zeit, als der Mörder der Verkehrssysteme dort und so, aber nach einer gewissen Zeit war der so wachklopft, dass ich dann gemeint habe, weißt du was, na, dann machen wir es anders. Dann stimmen wir gegen die ganzen Anträge, die Kommission gestellt hat. Die stimmen alle aus. Wir tun so, als ob das alles nie vorkommen ist, und die ganzen Sicherheitssachen machen wir. Am Ende habe ich im Verkehrsausschuss dann für diesen Kompromiss, ich glaube, keine einzige Gegenstimme gehabt, wenn ich mich täusche, ein oder zwei Enthaltungen, sonst alle dafür gestimmt. Und im Plenum ist es dann auch nachher ohne große Probleme durchgegangen. Das ist die Kunst der Arbeit im Europäischen Parlament als Berichterstatter, dass man das, was man wirklich möchte, durchbringt, wenn es um sachliche Entscheidungen geht. Und so kann das gelingen. Es muss nicht immer so gelingen, aber machen wir mal ein bisschen Glück. Es hat einen anderen Bericht gegeben, jetzt in dieser Periode. Ihr habt sicher diese Diskussionen rund um das transatlantische Handelsabkommen verfolgt. Und derzeit gibt es eine Resolution des Europäischen Parlaments dazu. Und im Zuge dieser Resolutionserstellung, die ist im Außenhandelsausschuss, haben sehr, sehr viele andere Ausschüsse die Möglichkeit gehabt, Stellungnahmen zu dieser Resolution einzubringen. Und so auch im Verkehrsausschuss. Und da war ist ein holländischer Kollege Berichterstatter, der sehr TTIP-freundlich ist, wenn man das so sagen kann. Und ich Schattenberichterstatter für meine Fraktion. Und da geht es um kein Gesetz,
Da geht es darum, dass der Ausschuss eine Meinung ausdrückt zu einer anderen Meinung, zu einer Hauptmeinung. Und ich habe da ganz was anderes versucht. Ich war überhaupt nicht konstruktiv, sondern es gibt da immer so Vorbesprechungen unter den Schattenberichterstattern. Und wir sind halt die Dinge durchgegangen, da schließt man da einen Kompromissantrag, da macht man einen Kompromiss und dann sind wir eben zu ISDS gekommen. Und ich habe einen Antrag gestellt, der im Wesentlichen drinsteht, dass ISDS, wenn irgendwo ISDS, also Investor State Dispute Settlement Clauses drinnen sind, dass wir dann das ganze TTIP ablehnen. Das ist ein sehr radikaler Zugang, auch für meine Fraktion ein bisschen in der Gesamtmeinung zu radikal, aber ich habe mir gedacht, müssen wir mal ausprobieren. Was war. Und hat er gesagt, Mr. Leichtfried, that's impossible, das geht so nicht. Also, ich rede immer so als Mischung, als Holländer, rede immer so halb Englisch, halb Deutsch. Dann sage ich, ja, Herr van den Kamp, dann machen wir einen Kompromiss, tun wir es ein bisschen anders. Und dann hat er probiert, mich austricksen, hat gesagt, ja, ich schicke Ihnen einen Vorschlag. Dann hat er einen Vorschlag geschickt, der absolut abzulehnen war, aus meiner Sicht. Hat sich aber gleichzeitig für diesen Vorschlag die Mehrheit geholt aus EVP, Liberalen und CER, das sind die hauptsächlich die englischen Konservativen, die also aus der EVP austreten sind. Und wenn diese Koalition im Verkehrsausschuss ganz geeint auftritt, haben die eine Mehrheit. Und ich glaube, da hat er mir ausgespült. Da hat er gesagt, ich möchte mich aber nicht ausspülen lassen, sondern möchte der EVP insbesondere beweisen, dass wenn sie sich blöd spülen, es auch Mehrheiten gegen sie geben kann. Und habe dann einen Gegenkompromissantrag gemeinsam mit den Kommunisten, mit den Grünen und mit den Grillo-Leuten aus Italien, die bei der EFD, das ist die UKIP, also wo der Herr Farage dabei ist, und diese Grillo-Leute, die sind zusammen in einer Fraktion. Und interessanterweise sind diese Italiener nicht so deppert wie der Grillo selbst, sondern sind eher linkere Sozialdemokraten. Und die haben dann auch mitgemacht. Und jetzt war es so spitz auf Knopf, weil leider bei uns in der sozialdemokratischen Arbeitsgruppe eine Spanierin und eine Italienerin gesagt haben, na, da machen sie nicht mit. Jetzt bin ich vor der Alternative gestanden, was tust du jetzt? Es ist so um ein, zwei Stimmen gegangen. Und Sie wissen ja, es gibt ja diese Leute rund um die Frau Le Pen. Nicht? Die haben folgende Arbeitsweise, die gehört die FPÖ auch dazu irgendwie. Da sie in keiner Fraktion sind, können sie sich an der faktischen Arbeit nicht beteiligen. Sie sind auch bei Abstimmungen im Plenum nicht wirklich relevant, weil sie zu wenig dafür sind. Aber so in ganz knappen Abstimmungen, in Ausschüssen entfalten sie manchmal so die Eigenschaft des Zünglein an der Waage zu sein. Na, dann habe ich einen von unseren Mitarbeitern ersucht, einmal mit einem Mitarbeiter von denen zu reden, was die da eigentlich tun. Und die haben gesagt, ja, sie sind auch gegen TTIP, weil sie sind eigentlich gegen alles, was die EU macht, also sind sie gegen das auch. Ich habe gesagt, ja, und stimmen die auch so? Ja, die werden auch so stimmen. Ne? Ja, schauen wir mal. Und dann habe ich tatsächlich in dieser Abstimmung eine Mehrheit gehabt, gegen ISDS, also das ist gelungen. Wir haben eine Mehrheit gegen diese andere Koalition, trotz zwar von uns, die anders gestimmt haben, zusammengebracht. Nur das Perfide war dann, dass die EVP so geschockt war, diese Abstimmung zu verlieren, dass sie sich entschlossen haben, gegen den ganzen Bericht zu stimmen am Ende. Das kann man natürlich auch noch machen. Und das war dahingehend blöd, als dass die Rechtsradikalen sowieso immer gegen alles stimmen und die plötzlich dann mit der EVP-Mehrheit mitgestimmt haben und die ganze Mehrheit kippt ist. Was dazu geführt hat, dass der Verkehrsausschuss keine Stellungnahme zu TTIP abgeben wird. Es ist zwar schade, weil mir natürlich lieber gewesen war, die hätten dann, was eigentlich den Nuancen entspricht, zugestimmt, haben es aber in dem Fall nicht gemacht, weil es massiv geschockt oder entrüstet oder sonst was waren, natürlich ungehörig gegen die zu gewinnen. Ne? Das soll man nicht tun, aber manchmal passiert das halt. Also so kann's auch laufen. Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist es jetzt auch, für Kompromisse in einem anderen Bereich zu sorgen. Wir sind als
Fraktionsvizepräsidenten haben wir gewisse Fachgebiete zu betreuen. Und bei mir ist es der Ausschuss für Justiz und Inneres, der Rechtsausschuss und der Verfassungsausschuss. Für die bin ich als Vizepräsident zuständig. Und da ist es so, dass diese Dinge überall genauso ablaufen. Und manchmal ergibt sich die Notwendigkeit, wenn es um sehr viel geht und man als Parlament sehr geeint nach außen auftreten will, einen großen Kompromiss über alle möglichen Fraktionen zu arbeiten. Also ideal ist es, wenn die EVP, wir, die Liberalen und die Grünen bei sowas dabei sind. Dann ist das quasi eine ganz markante Parlamentsmehrheit. Aber um das zu erreichen, muss man sehr lang verhandeln und irgendwann kommen die, die ursprünglich verhandelt haben, nicht mehr weiter, weil sie einfach stecken und ihre Positionen nicht mehr verändern können. Und dann wird das Ganze an die zuständigen Vizepräsidenten übertragen, die sie bis jetzt ausgehalten haben und die dann noch Lösungen finden für solche Verhandlungen. Und ich muss sagen, das nimmt, glaube ich, fast inzwischen ein Drittel meiner Arbeitszeit weg, weil das derzeit sehr ausartet. Also das sind die parlamentarischen Tätigkeiten, aber das ist natürlich nicht das, was das Alleinige ist. Wir sind alles Politikerinnen und Politiker, auch zu Hause. Und das ist halt dann bei mir meistens Freitag, Samstag, teilweise Sonntag, wo ich versuche, in Österreich präsent zu sein. Das gelingt mehr oder weniger, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dazu kommt noch, dass wir nicht nur Europapolitik innereuropäisch machen, sondern ich bin Mitglied des Außenhandelsausschusses, habe TTIP-Verantwortung für meine Fraktion auch zu tragen. Und da sind wir in der ganzen Welt eigentlich unterwegs und das ist auch Freitag bis Sonntag in der Regel. Ja, und dann bin ich noch verheiratet, das ist auch Freitag bis Sonntag in der Regel. Das ist ein kurzer Abriss meiner Arbeit, wie sie sich ablaufmäßig und inhaltlich haben wir noch nicht viel geredet, aber technisch gestaltet. Ich könnte jetzt noch länger erzählen, die Frage ist, ob es irgendwas gibt, was Sie im Speziellen interessiert. Wenn das nicht so ist, reden wir eine halbe Stunde weiter und dann waren wir fertig. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was Sie gern wissen würden. Ja, vielleicht die Ausführung zum Thema TTIP. Ich brauche jetzt nicht eher spezial. Ach so. Ja, nur um das klarzustellen, also ich bin da nicht als Vizepräsident zuständig, aber ich würde mich als einer der 10, 15 Österreicher bezeichnen, die da am besten informiert sind über das Ganze, weil ich als Mitglied des Außenhandelsausschusses zu einer sehr engen Gruppe meiner Fraktion auch gehöre, die das sehr intensiv verfolgt, sagen wir mal so. Im Prinzip, was ist Stand der Dinge? Um das korrekt beurteilen zu können, glaube ich, muss man mal darüber diskutieren, warum verhandeln wir überhaupt mit den Amerikanern. Weil man muss ja wissen, das ist ja nur die zweitbeste Lösung, wenn man das jetzt als positiv sieht. Die beste wäre ja gewesen, es hätte ein multinationales Handelssystem gegeben. Das hat man ja vor mehr als 10 Jahren mit der Doha-Runde versucht. Das ist in Wahrheit nie wirklich ins Laufen gekommen. Mit der Ministerkonferenz in Indonesien ist es ein bisschen erfolgreich gewesen, aber auch nicht wirklich. Und die Reaktion der großen Handelsmächte war halt, wenn wir mit dem multilateralen System nicht weiterkommen, versuchen wir es bilateral oder plurilateral. Das macht die Europäische Union schon länger. Das TTIP ist nicht das erste Abkommen, das verhandelt wird. Es gibt schon Abkommen mit Korea, mit Kolumbien und Peru, mit den Anden, mit der Andenstaatengemeinschaft. Und ich vermute einige andere auch noch, die mir jetzt nicht einfallen. Es wird verhandelt mit Japan, es wird verhandelt mit Singapur, es wird verhandelt mit Indien, wo da die Verhandlungen nicht besonders
erfolgreich sind derzeit. Es wird überlegt, mit China zu verhandeln und es wurde mit Kanada verhandelt und das wäre angeblich jetzt fertig. Ich benutze bewusst den Konjunktiv, weil es vielleicht noch ein bisschen in Bewegung kommen kann, eben wegen TTIP. Und es wird mit den Amerikanern verhandelt. Es gibt einen Verhandlungsauftrag der Mitgliedstaaten, es gibt eine Resolution, es gibt schon mehrere Resolutionen des Europäischen Parlaments, die den Inhalt dieser Verhandlungen sozusagen formulieren und die gewisse inhaltliche Forderungen da drin auch formulieren. Und die Europäische Kommission verhandelt für die Europäische Union, das heißt für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weil Handelspolitik alleinige Kompetenz der Europäischen Union ist. Also das Erste, was man wissen muss, ist, da verhandelt kein österreichischer Beamter für Österreich mit oder kein Deutscher für Deutschland oder sonst irgendwer. Es verhandeln europäische Beamte aus der Europäischen Kommission für die gesamte Union. Das ist gut so, weil dadurch wir nicht Juniorpartner sind. Wir sind handelspolitisch fast Seniorpartner gegenüber den Amerikanern. Wir sind die stärkere Wirtschaftsmacht, wenn man es rein auf die Wirtschaft beschränkt. Und deshalb tun wir uns auch, oder täten wir uns auch leichter, Dinge durchzusetzen. Das Ganze hat nur, würde ich sagen, eine leichte Schieflage bekommen. Die letzte Kommission hat das auf eine Art und Weise betrieben, das massiven Widerstand fast herausgefordert hat. Es war unglaublich intransparent. Es war inhaltlich bei dem, was man dann wusste, dass verhandelt wird, höchst zu kritisieren. Also waren Dinge dabei, die man nie akzeptieren hätte können, meines Erachtens, und das hat eine große Mehrheit so gesehen. Und ich glaube, der Herr de Gucht war knapp und dran, das Ganze sowieso in den Sand zu setzen. Der hat dann seinen Dienst in der Kommission sozusagen mit der Wahl verlassen. Die Frau Malmström ist Außenhandelskommissarin geworden. Und die hat Dinge etwas geändert. Es ist kommunikativ besser geworden. Sage ich mal, jetzt haben wir den freundlich lächelnden Herrn de Gucht, aber inhaltlich hat sie nicht allzu viel geändert, außer sie erachtet es aufgrund der äußeren Umstände für notwendig. Stand ist, dass diese Verhandlungen jetzt schon mehrere Runden angedauert haben. Stand ist, dass Nebenschauplätze relativ zufriedenstellend wahrscheinlich verhandelt wurden. Aber Stand ist auch, dass die ganzen großen Probleme überhaupt nicht geklärt sind. Wobei die in der Außendarstellung groß erscheinenden Probleme nicht wirklich die großen Probleme sind. Also ich muss ja auch sagen, ich bin schon bei mehreren Außenhandelsabkommen dabei gewesen, aber so eine öffentliche Begleitung hat es noch nie gegeben bei einem Außenhandelsabkommen und die ist teilweise dann doch ein bisschen skurril geworden. Also was meines Erachtens wirklich skurril war, war diese Händel-Debatte zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, da ist es um die Angst der Europäer vor den Chlorhühnern gegangen, ne? Die fürchterlichen Chlorhühner. Was keiner da mitdiskutiert hat, war, dass es nicht nur uns vor den Chlorhühnern graust, sondern den Amerikanern von den nicht chlorbehandelten Hühnern graust, aus welchen Gründen immer. Ich würde es jetzt gar nicht werten. Und sobald so ein Zustand erreicht ist, ist es handelspolitisch ganz einfach. Wenn es den einen vor den anderen graust und umgekehrt, bleiben die Händel einfach daheim. Dann tun wir nicht Händel handeln. Und da Händel keine klassischen Zugvögel im herkömmlichen Sinn sind, kommen die auch nicht von selber. Also wenn Sie in einer TTIP-Debatte auf Hühner angesprochen wird, winkt es einfach ab und sagt, vergiss das. Aber es hat natürlich andere Probleme gegeben, die mit dieser Hähnchendebatte ein bisschen korrelieren, und das ist die Frage der Lebensmittelstandards. Die ist auch noch nicht verhandelt. Also die Frage, genmanipulierte Pflanzen, hormonbehandelte Rinder oder Schweine, das ist nicht gelöst, das ist der erste Punkt. Die Amerikaner wollen das exportieren, wir wollen es nicht importieren. Das ist ein Punkt, der zu klären ist. Der zweite Punkt, der nicht geklärt ist, ist die Frage von Standards in anderen Bereichen. Wollen wir angeglichene arbeitsrechtliche, sozialrechtliche Standards, was ja am Ende bei einem gemeinsamen Markt das Ziel sein müsste? Wenn ja, wie schauen die aus?
Werden die Amerikaner im Zuge dieser Verhandlung endlich die ILO-Convention unterschreiben oder unterschreiben sie die trotzdem nicht? Sollen wir das fordern oder nicht? Bis jetzt ungeklärt. Nächstes Problem sind die Fragen der zukünftigen Gesetzgebung. Es ist so die Idee herumgegeistert, dass es so etwas wie ein transatlantische Regulierungsbehörde oder Vorregulierungsbehörde geben soll. Da haben sie so die Idee gehabt, ich weiß ja nicht, ein paar Beamte sitzen auf den Azoren, weil das wäre schon in der Mitte wahrscheinlich, und jedes der beiden Parlamente muss fragen, ob sie das beschließen dürfen. Das war so die Extremvariante, die natürlich nie so ernsthaft diskutiert wurde. Aber das ist etwas, was man aus demokratiepolitischer Hinsicht einmal hinterfragen muss. Kann das sein, dass irgendein Gremium die Gesetzgebung eines, sagen wir, wir sind auch ein Land, eines Landes von außen beeinflussen kann? Weiß ich nicht. Also das ist auch ungeklärt. Die nächste ungeklärte Frage ist, was ist mit den unterschiedlichen Zulassungssystemen für sensible Produkte, zum Beispiel für Medikamente? Wo wir das Vorsorgeprinzip haben, das heißt, es wird so lange getestet, bis man weiß, es passiert, oder bis man zu ganz hoher Wahrscheinlichkeit weiß, es passiert nichts, wenn es auf den Markt kommt. Oder die amerikanische Variante, wir bringen es mal auf den Markt und schauen, ob was passiert. Weil wenn man so ein System der gegenseitigen Anerkennung hat, der Zulassungen, wie es beispielsweise bei Flugzeugen sehr gut funktioniert. Also die Amerikaner zertifizieren Boeing, wir zertifizieren Airbus und beide erkennen das an. Dann kann dieses System bei den Medikamenten so eigentlich nicht laufen. Also das ist ungeklärt. Nächster Punkt, was die Amerikaner überhaupt nicht akzeptieren wollen, sind geografische Schutz von geografischer Herkunftsbezeichnungen. Also bei euch Tiroler, wenn ein paar Tiroler unter euch sind, der Tiroler Speck zum Beispiel oder die Tiroler Würstel. Die Amerikaner wollen auch Tiroler Speck produzieren oder Feta-Käse oder Champagner. Ne? Wobei das relativ einfach ist, nur mit denen wegen dem Speck verhandeln ist zum Beispiel schwierig, weil die sagen dann, ja Freunde, ihr verkauft holländische Schweine als Tiroler Speck und wollt eure Herkunftsbezeichnungen schützen. Seid ihr nicht ein bisschen scheinheilig? Oder steirisches Kürbiskernöl, wo die Kernl aus China kommen? Ist das nicht scheinheilig? Ihr werdet ja nicht glauben, in der Steiermark sind so viele Kürbis, dass die ganze Welt mit Kernöl versorgt werden kann. Ich meine, realistischerweise. Ja, das wird auch nicht leicht sein. Dann ist noch Frage, wir wollen eigentlich, dass Datenschutzstandards im Abkommen festgelegt werden. Ob da die NSA mitspielt, weiß ich nicht. Oder ob sie sagen, sie spielen mit und scheren sie nicht drum, kann natürlich auch sein. Ja, und dann ist noch diese Frage mit den Schiedsgerichten, die scheint jetzt in Richtung einer Klärung zu gehen, zumindest was unsere Seiten betrifft. Aber da hat man ganz genau gesehen, wie die Kommission wirklich agiert. Die müssen Angst kriegen. Die müssen Angst kriegen, dass das Abkommen scheitert, dann bewegen sie sich. Und die Frau Malmström hat sich so lange nicht bewegt, dass sie glaubt hat, sie kriegt diese privaten Schiedsgerichte durch bei uns. Wie sie gemerkt hat, das wird nichts, ist sie diesen Schritt weitergegangen. Also ist damit auch was anderes überhaupt noch nicht geklärt. Selbst wenn es einen internationalen Handelsgerichtshof gibt und man sagt, das ganze Schiedsgerichtssystem wird demokratiepolitisch und rechtsstaatlich einwandfrei, ist es meines Erachtens immer noch ungerecht. Warum sollen ausländische Investoren mehr Rechte haben als inländische Investoren? Oder mehr Rechte als ganz normale inländische Bürgerinnen und Bürger? Das ist für mich nicht gerecht. Das ist eine sehr akademische Diskussion. Und bitte mir meine Unexaktheit zu verzeihen, aber man kann es an einem ganz einfachen Beispiel festmachen. Nämlich, stellen Sie sich vor, Sie sind ein älterer Herr, so wie wir zwar, ungefähr, und Sie wollen sich ein Auto kaufen. Was tun Sie in Ihrer Kaufentscheidung? Da denken Sie da zum Beispiel. Naja, man könnte sich vorstellen, ältere Herren wollen nicht mehr so tief sitzen, weil es dann eine halbe Stunde zum Aussteigen braucht. Also
kaufen wir uns einen SUV. Nicht? Da kann man schön hoch einsteigen. Außerdem ist es lässig, weil mit einem Euro-Antrieb durch Innsbruck fahren im Sommer macht viel her. Nicht? Kann man angeben ein bisschen. Ja, also SUV. Erste Entscheidung. Wegen Kreuz und wegen angeben. Zweite Entscheidung, Diesel. Weil Diesel ist billiger wie Benzin und man braucht ein bisschen weniger. Das heißt, brauche ich nicht so viel fürs Angeben zahlen. Nicht? Da haben Sie euch eine fundierte Investitionsentscheidung getroffen. Und jetzt tritt das größtmögliche Unglück, größtmöglich vorstellbare Unglück ein. Es gibt Neuwahlen in Österreich und aus irgendeinem Grund ist es auf einmal rot-grün. Für SUV-Fahrer nicht so gut, weil gar könnte diese rot-grüne Regierung dann folgende verkehrspolitische Visionen haben. Nämlich, wir wollen den öffentlichen Verkehr fördern und den privaten Verkehr eindämmen. Deshalb erhöhen wir die Steuer auf Diesel, weil die meisten Österreicher fahren inzwischen Diesel. Ja, können sie machen, ist ja legitim. Nicht? Und mit einer entsprechenden Mehrheit im österreichischen Parlament beschließen sie das. Und dann, weil die Grünen die SUV-Fahrer nicht wollen, ich tue jetzt ein bisschen verallgemeinern, weil die Wegomat umstehen, Brotsatz an und was weiß ich was, gibt es eine eigene SUV-Steuer. Geht wahrscheinlich. Ja, was tun wir zwar jetzt? Wir können probieren, beim Bezirksgericht Innsbruck dagegen klagen, aber es wird nicht viel Erfolg kommen. Nicht? Also eigentlich können wir nichts tun, sondern zahlen oder ein SUV verkaufen und wieder tief sitzen. Jetzt stellen wir uns das Service-Szenario mit einem großen internationalen Konzern vor, der in Österreich halt ist und seine Dienstwagenflotte vor der Wahl mit Diesel-SUVs ausrüstet. 200 davon oder was weiß ich. Ist auch eine Investition. Und wenn das selber passiert, glaube ich, kann dieser Konzern, wenn es da entsprechende ISDS gibt, gegen diese Entscheidung klagen. Das, was der einfache Bürger, die einfache Bürgerin nicht kann, kann der. Und das ist ungerecht. Und das muss man auch noch irgendwie in den Griff bekommen. Das heißt, Stand der Dinge ist, es gibt unglaublich viele offene Verhandlungspunkte. Und es gibt eine latent gefährdete Mehrheit im Europäischen Parlament. Derzeit schaut es so aus, dass die EVP 2/3 der Liberalen und die CER ziemlich sicher für das Abkommen stimmen werden, wurscht, was drinsteht. Die Grünen, die Kommunisten und die Rechtsextremen werden dagegen stimmen, wurscht, was drinsteht. Aus dieser Situation heraus ist die sozialdemokratische Fraktion, die sogenannte Swinging Group, wo wir hingehen, ist die Mehrheit. Jetzt rein von der Mehrheitssituation, ohne das irgendwie inhaltlich zu bewerten. Derzeit gibt es bei uns die Tendenz, gegen TTIP zu stimmen, aufgrund der gesamten Situation. Die Verhandlungen werden, denke ich, weitergeführt. Es ist absolut illusorisch, dass die bis zum Winter oder bis Ende des Jahres fertig werden. Das geht sich nie aus. Es wird in die Phase der amerikanischen Präsidentenwahlen des Wahlkampfes hineingehen. Das heißt, das muss man dann auch noch übertauchen. Und irgendwann vermute ich, dass, weiß ich nicht, Anfang 2018 oder so, Mitte 2018 ein Verhandlungsergebnis da sein wird. Über das wird dann abgestimmt werden. Jetzt ist noch die Frage, ob das ein gemischtes oder ein reines Handelsabkommen ist, was ein paar Unterschiede aufwirft. Wenn es ein reines Handelsabkommen ist, entscheidet der Rat und das Europäische Parlament. Wenn es ein gemischtes ist, muss das Abkommen noch in den nationalen Parlamenten ratifiziert werden. Und davor habe ich mehr Angst als wie umgekehrt. Nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube nicht an dieses Ratifizierungsprozedere. Ich glaube vor allem nicht, dass man es damit aufhalten wird können noch. Vielleicht täusche ich mich, aber meine Erfahrung hat mir da ein bisschen gezeigt, dass ob Zustimmung beider europäischen Institutionen das Aufhalten unglaublich schwierig ist. Weil was passiert dann? Das tritt wahrscheinlich provisorisch in Kraft und dann beginnt das Ratifizierungsverfahren. Und da gibt es Rechtsmeinungen, die sagen, wenn ein Land einmal dagegen stimmt, ist es weg. Da gibt es aber auch welche, die sagen, nein, müssen wir mal abwarten, wie es insgesamt ausgegangen ist. Und was werden die tun, die es unbedingt wollen? Die brauchen Jahre, bis sie es ratifiziert haben.
Das heißt, es ist provisorisch vielleicht einmal 10 Jahre in Kraft. 10 Jahre ist ein bisschen viel. Und wenn du das einmal so lange in Kraft hast, dann schaue ich mal an, dass es noch irgendwie zum Verschwinden gebracht wird. Also ich glaube, die tatsächliche Entscheidung wird im Europäischen Parlament fallen, wird in dieser Periode fallen und wird wahrscheinlich eine sehr knappe werden, so oder so. Also man muss einmal vorausschicken, dass die sozialdemokratische Fraktion am geschlossensten insgesamt abstimmt. Das ist nicht so erstaunlich, wenn man den Zugang der unterschiedlichen Fraktionen zur Aufnahme von Mitgliedern sich anschaut. Es sind die GUE ist eigentlich gespalten in einerseits wirkliche Kommunisten, und andererseits, die ganzen Nordeuropäer, die nennen sich so nordisch-grüne, also die haben eher so einen grünen Zugang und nicht so sehr einen extremen, nicht extrem stimmt ja nicht, aber einen markant linken Zugang. Und dann gibt es auch so Parteien drinnen, die schon fast linke Sozialdemokraten sind. Also ich würde sagen, einige von der PDS, die könnten, ohne dass auffällt, bei uns auch mittun. Nicht? Also das ist so, die sind dahingehend recht gemischt. Bei der EVP hat man sich darauf konzentriert, auf Größe. Also die nehmen ziemlich alles auf, was irgendwie dazu passt, damit sie stärker sind. Was dazu führt, dass sie einerseits so Christgewerkschafter im echten Christgewerkschafter-Sinn dabei haben, auf der anderen Seite die Leute vom Orban, also was eine ziemliche Spanne bedeutet im gesamten System. Das heißt, die sind weniger geschlossen wie wir. Dasselbe gilt für die Grünen. Bei den Liberalen ist es so, dass es überhaupt 2 Fraktionen innerhalb der liberalen Fraktion gibt, die jetzt neoliberalen Wirtschafts- oder die Wirtschaftsneoliberalen sozusagen, die, und andererseits diese klassische Liberalismus, Schutz der Bürger vor dem Staat, Eingriff in Grundrechte und so weiter. Das sind diese 2 Drittel, 1 Drittel. Blocks, das gibt es bei denen auch immer. Dann ist die CER, das sind nicht so viel. Und bei der AfD, die haben tatsächlich 2 unterschiedliche Parteien. Die haben das UKIP, die gegen alles an, und die haben die Grillo-Leute, die eigentlich, wie gesagt habe, eher linke Sozialdemokraten sind, zumindest die dort sind und sehr konstruktiv mitarbeiten. Also gibt es uns das einen gewissen Startvorteil, aber es ist immer so, dass man Zustimmungsverhalten zu der Fraktionslinie hauptsächlich durch sehr, sehr lange Diskussionen innerhalb der Fraktion erreichen kann. Und das ist manchmal sehr mühsam, weil es doch immer welche gibt, die dann doch anders abstimmen, aber da sind wir eben nicht allein. Was bemerkenswert ist, ist, dass wenn es darum geht, sehr bemerkenswerte Dinge zu erreichen, die Fraktion wirklich sehr geschlossen sein kann. Ich habe das einmal erlebt, wo es darum gegangen ist, der Kommission nicht die Zustimmung zu erteilen. Das haben wir durchgezogen, da haben wir einstimmig abgestimmt. Man sieht es bei manchen ganz wichtigen Gesetzen, was fast einstimmig ist. Und man hat es jetzt auch in der ISDS-Frage zu TTIP gesehen, wo wir dann eine lange Fraktionsdiskussion gehabt haben und am Ende eine Formulierung gefunden haben, wo ich würde sagen, 96-97% der Fraktionsmitglieder dann zugestimmt haben. Also das sind sehr seltene Momente, aber die gibt es auch. Für die SPÖ-Delegation gilt Folgendes: Wir gehen, wenn es kritisch ist, mit der Fraktionslinie. Also wir haben nicht Bundes-SPÖ-Linie, sondern Fraktionslinie. Wenn es um nicht viel geht, haben wir schon unsere eigenen Vorstellungen auch manchmal. Jetzt haben sie sogar einmal gegen mich gestimmt, aber das ist nicht anders gegangen.
Da ist es um diese Passenger Name Record Resolution gegangen und die habe ich als Vizepräsident mit der EVP ausverhandeln müssen. Und das Verhandlungsergebnis hat mir selber auch nicht gepasst, muss ich offen sagen. Aber wenn du das ausverhandelst, selber musst du fast zustimmen, sonst ist das auch nicht sehr glaubwürdig. Aber die restliche SPÖ-Delegation hat da dagegen gestimmt, was ich als normales Mitglied der Fraktion auch gemacht hätte. Aber in dem Fall kannst du nicht was ausverhandeln, dann sagst du, ich bin dagegen, mir geht das alles nichts an, was ich ausverhandelt habe. Das geht schlecht. Ja, es gibt Treffen. Man hat einmal seine Arbeitsbeziehungen, die sich aus der ähnlich gelagerten Tätigkeiten ergeben. Nicht? Also wenn jetzt irgendwelche Österreicher gemeinsam im Ausschuss sind, trifft man die dort halt zwangsweise. Ohne jetzt wen konkret anzusprechen. Dann ist es so, dass es unter den Grünen, der EVP und uns eine sehr nette Form von Zusammenarbeit gibt. Es ist oft so, dass man halt, ja oft ist auch nicht, aber manchmal gibt es halt so Sachen, die Ulrike meint dann, zum Beispiel, wie es darum gegangen ist, das Rederecht für EU-Abgeordnete im Nationalrat durchzusetzen. Da haben wir drei sehr zusammengearbeitet, nicht? Dann ist die Ulrike gekommen, können wir nicht einen Brief an den Bundeskanzler schreiben, dass das alles so lang dauert und dass das so nicht geht? Und dann haben der Othmann und ich gesagt, ja, da schreiben wir halt mit an den Bundeskanzler. Dann ruft mich der Faymann an und sagt, wo schreibst du mir Briefe? Ja, hat halt sein müssen. Nicht? Manchmal, ja, ich kenne den Anruf auch, das weiß ich auch, dass das ein bisschen komisch war. Aber im Sinne der guten Zusammenarbeit, da hat er wieder der Othmann so Flausen. Also bei mir ist das eher selten, weil ich finde das nicht so wichtig. Aber das funktioniert nicht so schlecht. Und dann ist es auch so, wenn man auf Delegationsreise ist und man ist zufällig ist ein anderer Österreicher dabei, hat man mit denen natürlich auch manchmal mehr zu tun. Also ich war zum Beispiel bei der WTO-Ministerkonferenz in Indonesien mit dem Paul Rübig zusammen unterwegs. Und der ist ja ein lustiger Kerl so, nicht? Also ist ja nicht so, dass man sich da nicht versteht. Der hat vor allem die geniale, also wirklich geniale Gabe, der landet wo? Und 5 Sekunden später kannst du ihn fragen, wo gute Gasthäuser sind und er weiß es schon. Ja, jeder bringt seine Talente ein in so einer Situation. Nicht? Dann war ich einmal mit dem Birka, den Kärntner ÖVP-Abgeordneten, waren wir mal in Indien auf einer Delegationsreise. Und das war in Delhi. Und da haben wir so einen halben Tag frei gehabt und der Hubert hat zu mir gesagt, du Jörg, geh mal ein bisschen Sightseeing, ich habe so einen Stadtplan, schau, das schaut ja alles nicht so groß aus. Gehen wir mal. Und ich habe gesagt, Hubert, ich weiß nicht, ob man das alles gehen kann. Ich glaube, sollte man Maßstab auch schauen. Ach, das kann nicht so groß sein. Dann sind wir da raus, dann sind wir, glaube ich, einmal 10 Minuten gegangen. In den 10 Minuten 50 Mal von diesen Tuk-Tuk-Fahrern angesprochen worden, ob wir nicht mitfahren wollen. Und dann habe ich zu Hubert gesagt, Hubert, aber irgendwie, es ist schon größer, als wir geglaubt haben, oder? Dann hat der Hubert gesagt, ja, was tun wir jetzt? Ich habe gesagt, ja, fahren wir vielleicht mit so einem mit. Ja, aber das sind ja alles Betrüger. Alle werden nicht Betrüger sein. Ja, dann sind wir am Ende einen halben Tag mit so einem Tuk-Tuk umgefahren, was sehr gescheit war, weil sonst hätte man eh überhaupt nichts gesehen dort. Und am Abend sagt dann der Hubert zu mir, weißt du, Jörg, also ohne die hätte ich mir da eh nie ausgetraut. Es war schon gut, dass wir gemeinsam gegangen sind. Ja, also solche Kontakte hat man dann. Das Faderste ist beim Fliegen, weil dann meistens alle beieinander sitzen. Da bin ich einmal, weiß nicht, so einen ganzen Flug neben Hans-Peter gesessen, also damals noch der Hans-Peter Martin. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt was sage, filmt er mich. Und unter solchen Situationen sind Gespräche ein bisschen schwierig. Nicht? Und sind wir halt so gesessen und haben nichts gesagt. Und mein großes Pech war, dass ich weiß nicht, ob sie wer in Brüssel auskennt, ich wohne da am Place de Londres, heißt es. Das ist so ein bisschen vom Parlament weg, so ein netter kleiner Platz mit einem Haufen Beiseln. Und er hat da sein Hotelzimmer auch gehabt. Und wir haben nie sehr viel miteinander kommuniziert. Aber dann ist sein Bruch mit dem Ehrenhaus gekommen und das muss ich ihm persönlich irgendwie so getroffen haben,
dass er sich ausreden hat müssen mit irgendwen. Und ich sitze da so am Place de Londres und trinke ein Bier und genieße gerade die Ruhe nach so einem langen Parlamentstag. Vor mir kommt so ein grüner Schatten über mich, weil er so einen grünen Pullover angehabt. Jörg, ich muss mit dir reden, komm, sagt er, komm und setzt sie her zu mir. Dann habe ich kein Wort gesagt, eine Stunde lang, außer so, aha, schlecht. Eine Stunde lang hat er mir dann erzählt, das Drama mit dem Ehrenhauser. Ja, dann war er wieder beruhigt und ist gegangen und ich bin dann auch gegangen. Also diese, mit dem Ernst Strasser habe ich auch zu tun gehabt, wenn wir beide Delegationsleiter waren. Das war sehr interessant, denn war die Arbeit sowas von wurscht. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Also immer wenn ich kontaktiert habe, gesagt, du Ernst, wir wissen wegen der Abstimmung reden, Wahl. Bis zum Wahl bin ich meistens gekommen, dann hat er schon gesagt, red mich nicht mehr, weil da geht es um Inhalt. Und dann hat er mich einmal kontaktiert und da ist um unsere Einkünfte gegangen. Das war wieder ein hohes Interesse für ihn, da war er auf einmal motiviert dann. Nicht? Aber ja, sonst. Man muss auch sagen, mit den FPÖ-Abgeordneten hat man nicht wirklich viel zum tun, weil wieso? Das bringt nichts. Nein, es geht am Ende doch um sinnvolle Zusammenarbeit. Ne? Aber mit denen brauchst du nicht zusammenarbeiten, weil sie für die Fisch sind. Dort, sie sind in keiner Fraktion, sie haben keinerlei Chance, irgendwas im Gesetzgebungsbereich zu bewegen. Sie tun es auch nicht, so nebenbei. Und dann braucht man schon eine gewisse Grundsympathie, um mit denen zu reden. Und wenn ich mir den einen oder anderen so anschaue, fällt diese Grundsympathie ein bisschen drum. Ist das Bedürfnis nicht allzu hoch und die Notwendigkeit nicht gegeben. Ohne in einem BS zu sein, also sollen tun, was wollen. Nicht? Marginal. Also wenn es so zu Kontakte zwischen Ministerien und Abgeordneten kommt, geht es eher direkt. Also, sie versuchen zwar so Informationstreffen zu machen, aber da ist wieder das Interesse unsererseits nicht allzu hoch ist. Also das ist, eiert so ein bisschen herum. Also, es gibt so Veranstaltungen bei der ständigen Vertretung, wo man manchmal hingeht, da trifft man dann eh fast nur Österreicher. Es gibt da interessanterweise politische Parteien, österreichische politische Parteien in Brüssel. Es gibt zum Beispiel, ich bin Mitglied der SPÖ Brüssel, das gibt es. Ich nehme an, dass es das bei der ÖVP auch gibt oder bei den Grünen. Also, da trifft man dann auch ein bisschen so Leute. Aber es ist in Wahrheit auch eine Zeitfrage. Für mich die Arbeitszeit, also ich komme am Montag gegen 3 an. Dann geht es so bis 10 Uhr auf die Nacht, der Dienstag geht es ja von 9 Uhr in der Früh bis 10 Uhr auf die Nacht, der Mittwoch genauso und der Donnerstag geht es so bis 1 und dann fliege ich wieder. Nicht? Da dazwischen dann noch groß soziale Kontakte pflegen ist auch nicht so das, was man oft tut. Es klingt jetzt irgendwie so, als ob das Europäische Parlament europäischer ist als der Rat zum Beispiel. Also, Finde ich da richtig? Ja, eindeutig. Ja. Ja. Es ergibt sich einerseits aus der Aufgabenverteilung, andererseits aus der Struktur. Ich sehe mich nicht als, wenn man jetzt wird ja aufgenommen, jetzt muss ich aufpassen, was ich da sage. Nein, das ist ja wurscht, das sage ich, das kann ich schon sagen. In manchen Sonntagsreden ist man als Europaabgeordneter versucht dazustehen und sagen, ja und Freunde, und ich gehe da jetzt aus und vertritt die Steiermark oder Österreich und die Interessen Österreichs und mache das alles für euch. Wenn einer genauer aufpasst, würde mir das eher ein bisschen Scharlatan überführen, weil was ist ein österreichisches Interesse? Das müsste man mal hinterfragen. Was ist das? Weil das würde ja voraussetzen, dass sie alle in Österreich ob dieses Interesses einig sind. Nicht? Sagen wir Außenhandelspolitik, sagen wir TTIP, weil da jetzt irgendwo irgendein österreichischer Politiker gesagt hat,
ja, es geht jetzt mehr im Interesse Österreichs mit diesen Schiedsgerichten. Das ist ja Blödsinn. Es gibt in Österreich die industriellen Vereinigung, da sind die Schiedsgerichte sowas von wichtig. Die wollen die unbedingt haben. Und die Wirtschaftskammer sieht das gleich und die möchte TTIP so schnell wie möglich bekommen, ganz egal, ob diese eher komischen Sachen drin sind oder nicht. Und es gibt eben die, was weiß ich, die KPÖ, für die ist das so wie das Weihwasser für den Teufel. Nicht? Also wo ist da das österreichische Interesse? Was sollst du dann als österreichischer Abgeordneter vertreten, wenn du sagst, du vertrittst in dem Fall österreichisches Interesse? Gibt es eigentlich nicht. Und das wäre das Gleiche, wenn du es ein bisschen runterbrichst. Was tun die Tiroler Nationalratsabgeordneten? Sind die immer alle einer Meinung, weil sie Tirol im Nationalrat vertreten? Nein. Ja. Die haben genauso unterschiedliche Vorstellungen. Und deshalb ist das Europäische Parlament per se schon nicht ein Vertreterorgan der Mitgliedstaaten, sondern ich fühle mich als Abgeordneter der Europäischen Union und möchte alle die vertreten, die ähnliche Vorstellungen haben, wie ich habe. Oder auch die es nicht haben, aber denen es vielleicht helfen wird, wenn das passieren wird, was ich möchte. Und so ist das Parlament auch von der Struktur her aufgebaut. Wir sitzen ja nicht national, sondern wir sitzen in unseren Fraktionen. Es beginnt da jetzt, also wenn ich jetzt der Parlamentspräsident bin und ihr seid das Plenum, beginnt es da links mit der GUE, dann sind wir, dann sind die Grünen, dann sind die Liberalen, dann ist die EVP, dann ist die ECR, dann ist die UKIP und ganz rechts hinten oben sitzen die Eigenartigen. So ungefähr. Ich gratuliere euch dazu, zum Sitzplatz. Ja. Ich glaube, da wird der Wilimski sitzen, da, so circa. Und die Frau Le Pen links davon. Na, die sitzt in Wahrheit hinter ihm. Und das ist witzig, die gehören zu dieser Gruppe dazu. Und immer wenn die Le Pen redet, müssen alle von denen aufhupfen und klatschen. Und die FPÖ macht inzwischen schon mit. Also immer wenn sie redet, brauchst du nur schauen, wenn sie fertig ist, wurscht, was sie sagt, die verstehen sie eh nicht, hupfen sie auf und klatschen sie. Das ist komisch irgendwie. Ja, aber so ist das Parlament strukturiert und dann sitzt man innerhalb des Fraktionsgebildes nicht national, sondern alphabetisch. Also in meiner ersten Periode bin ich gesessen, da war der Lasse Lettinen aus Finnland, dann war ich, dann war die Katalin Leweyer und dann war der Boguslav Liwaratski. Finnland, Österreich, Ungarn, Polen war das in dem Fall. Ne? Jetzt ist es so, und wir sitzen schon ein bisschen hierarchisch, also jetzt sitze ich in der zweiten Reihe, weil ich Vizepräsident der Fraktion bin und dahinter sitzen dann die Delegationsleiterinnen und dann sitzen die Ausschussvorsitzenden und dann beginnt erst das Alphabetische. Aber das ist das Prinzip so ungefähr. Und im Rat gibt man vor, Mitgliedstaateninteressen zu vertreten, nur am Ende vertritt man, glaube ich, mehr die eigene Politik. Weil es dasselbe Problem hat. Man kann sagen, man vertritt die Meinung der Regierung, der gewählten Regierung, dann hat es eine gewisse Legitimität sozusagen, oder höhere Legitimität. Aber das passiert im Rat. Ja, ich habe dafür gekämpft, dass es kommt. Also muss ich es für gut finden. Okay, dann frage ich anders. Was halten Sie dann, wie sehen Sie dann Ihre Loyalität in diesem Zusammenhang? Können Sie dann umschalten und reden Sie dann als unser Abgeordneter in? Naja. Nein, ich glaube, ich würde mich da nicht. Also wurscht, wo ich rede, sage ich mir das, was ich mir denke. Oder was ich für richtig halte. Was ich mir denke, sage ich nicht immer. Ja, also ich ändere da meine Linie recht selten. Manchmal variiert es ein bisschen, aber die Grundintention, die ich versuche zu vertreten, ist eine sehr, sehr proeuropäische. Und da ist ganz egal, wo ich bin. Wenn es zusammenarbeitet mit anderen Ländern liegt, dann eher thematisch
oder vielleicht grenzübergreifend mit Deutschland, weil es ähnliche Umstände gibt, oder eher innerhalb der gleichen Fraktion, weil sie Interessen haben? Eher innerhalb der Fraktion. Also es gibt kaum eine länderspezifische Zusammenarbeit im Europäischen Parlament, dass man sagt, dass nicht alle Österreicher versuchen mit den Deutschen oder mit den Italienern oder sonst wem das. Das gibt es eigentlich nicht. Man arbeitet, wenn man zusammenarbeitet. Also der Kern, also der innerste Kern ist für mich die SPÖ-Delegation. Das ist so die Gruppe, wo man am engsten zusammenarbeitet, aber ungefähr gleichwertig mit den Arbeitsgruppen, insbesondere mit der Arbeitsgruppe Außenhandel, wo ich jetzt die Sozialdemokratinnen im Außenhandelsausschuss, weil da die meiste Arbeit an sich ansteht. Also das sind so meine Kernumgebungen, mit denen ich am meisten zu tun habe, sagen wir mal so. Und dann würde ich sagen, kommt hinten noch ein bisschen die Arbeitsgruppe Verkehr, weil ich da jetzt nicht mehr so intensiv mitarbeite und gleichzeitig meine Tätigkeit als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, diese ganzen Tätigkeiten, die da sich ergeben und der Personenkreis, der da involviert ist. So, das sind so die Gruppen, die mir so mit denen ich am zeitintensivsten verkehre, wenn man das so nennen kann. Aber so, dass man jetzt sagt, was es schon gibt, dass man innerhalb der Fraktion mit manchen Delegationen besser zusammenarbeitet als wie mit anderen, weil man aus vergleichbaren politischen Kulturen kommt oder weil man vergleichbare Vorstellungen hat. Das ist ja innerhalb der Fraktion auch nicht immer dasselbe. Also derzeit arbeite ich zum Beispiel sehr gut mit den deutschen Sozialdemokraten, den belgischen Sozialdemokraten, den französischen Sozialdemokraten zusammen. Das ist so eine gewisse Kerngruppierung rund um mich. Es ist aber auch interessant, dass es gibt so etwas wie eine Viking Group innerhalb unserer Fraktion, also so eine Wikinger-Gruppe, die ist rund um die Engländer zentriert und da laden sie mich auch ständig dazu ein, als Österreicher, was ein bisschen schräg ist, aber da haben wir sehr viele inhaltliche Übereinstimmungen. Ne? Das sind die Briten, die Schweden, die Finnen, die Dänen, die Holländer und ich. Also, so irgendwie, ja, das gibt es. Schwieriger ist es mit den Spaniern, dahingehend, dass die ein äußerst zentralistisches politisches System haben. Also wenn da der Befehl aus Madrid kommt, dann müssen die springen, auch im Europäischen Parlament. Und das macht natürlich eine Zusammenarbeit dann schwierig, weil man sie nie verlassen kann. Außer man macht es direkt mit dem Parteivorsitzenden in Madrid aus, dann geht's. Und ich empfinde es auch ein bisschen schwierig, teilweise mit ein, zwei Delegationen aus dem östlichen Europa. Aus anderen Gründen. Also einen Brief hat sie mir, glaube ich, noch nie geschrieben, meine Partei. Ja. Naja, es gibt zwei Arten der Kommunikation. Es gibt einmal die formelle, die findet in den Parteigremien der SPÖ statt. Also ich bin Mitglied des Bundesparteipräsidiums, ich bin Mitglied des Bundesparteivorstands, ich bin Mitglied des Steirischen Landesparteivorstands, des Brugger Regionalvorstands und des Brugger Ortsvorstands. Ich glaube, jetzt habe ich alles so ziemlich. Natürlich, die maßgeblichen für mich sind die Bundesgremien als Delegationsleiter und das Steirische Landesgremium, weil das mein quasi theoretischer Wahlkreis ist. Die tagen so im Schnitt einmal im Monat bis so eineinhalb Mal im Monat ungefähr. Und da finden die ganzen formellen Kontakte statt. Und da finden auch teilweise dann diese informellen Gespräche, die notwendig sind, kommen dort auch relativ häufig vor.
Und dann gibt es so die persönlichen Kontakte. Also ich treffe mich, würde ich sagen, zwischen alle 2 Monate bis alle 1,5 Monate einmal mit dem Bundeskanzler auf einen Café oder so, dass wir manche Sachen durchdiskutieren. Auch relativ regelmäßig mit meinem eigenen Landeshauptmann und mit anderen, also mit teilweise Ministern, wenn es notwendig ist, um Sachen auch so auszudiskutieren. Das ist so die zweite Ebene. Und die dritte ist dann manchmal, wenn es quasi irgendein Wirbel ist, dann kommen halt Anrufe. Ne? Dann ist es schon so. Da hat es ja meine Bundesgeschäftsführerin gegeben, die jetzt nicht mehr tätig ist. Jörg, der Werner ist auf 180. Solche Anrufe kommen dann schon. Da muss man mit einer gewissen ausgeglichenen Gelassenheit diese Anrufe über sich ergehen lassen und dann weitermachen. Ja, weil was so ist. Die Politik hat irgendwie die Eigenschaft, ich weiß nicht, oder dieses politische System hat die Eigenschaft, sich relativ schnell wieder zu beruhigen nach manchen Aufregungen. Und das muss man halt auch mal lernen, das nicht alles so ernst zu nehmen. Und wenn man noch dazu eine sehr gefestigte Vorstellung von dem hat, was man eigentlich möchte und warum man es möchte, dann sind das Turbulenzen, die zwar Turbulenzen sind, aber ja, wie jede Turbulenz, verliert sie an Kraft wieder. Es ist so wie beim Segeln. Manchmal kommen noch ein paar Böen, dann muss man ein bisschen aufpassen, aber dann kann man wieder dichter winschen und es geht wieder. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Europaabgeordneten mit dem Nationalrat, dem Bundesrat, der ständigen Vertretung oder auch den Ländern? Ja, jetzt auch so, wie ich erzählt habe. Nicht? Also die Zusammenarbeit mit dem Nationalrat ist dahingehend auch institutionalisiert, dass da ein Mitglied des Clubpräsidiums und des Clubvorstands bin. Also ich könnte euch ständig meine Zeit in Wien verbringen, wenn es sein muss. Und natürlich die ganzen informellen Kontakte jetzt von Verkehrssprecher zu Verkehrsausschussmitglied und so weiter. Das funktioniert nicht so schlecht. Es ist auch so, dass es dann gemeinsame Sitzungen gibt. Nationalratsclub-Sitzung, wir sind Teil des Nationalratsclubs. Ich bin auch Mitglied des Landtagsclubs der SPÖ Steiermark. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeiten. Ich war jetzt vor kurzem zum Beispiel als Europaabgeordneter im Wiener Gemeinderat und habe dort gesprochen. Das geht inzwischen auch schon relativ gut. Das geht in der Steiermark auch. Die Tiroler sind da hinten hoch. Aber dafür möchte, habe ich heute gestern gehört, die Stadt Innsbruck Europaabgeordneten oder die Bürgermeisterin der Stadt Innsbruck Europaabgeordneten das Rederecht im Gemeinderat geben. Also das sind so Dinge, die entwickeln sich eh und die sind relativ unkompliziert. Und am schnellsten kann man die Sachen da informell lösen. Das geht relativ einfach. Thomas. Dann würde ich vielleicht, gibt es noch irgendwas, die Gelegenheit nur nützen, eines zu sagen, das mir irgendwie komme ich mit den Zeugs auch nicht zurecht, das kippt man immer um, das wollte ich jetzt aber nicht sagen. Die Gelegenheit nützen Sie, auf eines aufmerksam zu machen, was mir immer so, wie soll ich das sagen, so auffällt. Wir müssen auch als Bewohner eines sehr kleinen Staates zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht mehr nur Bewohner eines sehr kleinen Staates sind. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen jetzt Österreicher sind und Österreicherinnen, aber gerade unter uns ist es signifikant, dass wir immer noch das Gefühl haben, das ist so. Und nicht mit berücksichtigen, dass wir inzwischen auch Teil eines unglaublich Großen sind. Die Europäische Union ist die stärkste Wirtschaftsmacht der Erde. Ist der reichste Markt der Welt. Es sind nicht 8 Millionen, das sind 506 Millionen derzeit. Und das, was gerade ist, also jemand von Ihnen regelmäßig die Zeit liest, aber vor ein paar Wochen war mir ein sehr, sehr guter, finde ich, sehr, sehr guter Artikel in der Zeit, wo die Union beschrieben worden ist, wie das sind die Geburtswehen einer kommenden Großmacht, was derzeit passiert.
Und aus diesen Gedanken heraus müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass ganz egal, was wir als Europäische Union tun, das immer Auswirkungen nach außen hat. Das ist nicht so, als ob Österreich jetzt was tut oder nichts tut. Wenn Österreich was tut oder nichts tut, außenpolitisch ist es wurscht. Wenn die Europäische Union was macht, oder auch wenn sie nichts macht, hat das weltpolitische Auswirkungen. Und wenn man sich dessen bewusst ist und noch einen Schritt weiter geht und die Union dann als Chance sieht, Sachen endlich wieder durch und umzusetzen, die wir allein nie mehr geschafft hätten und nicht mehr in der Lage gewesen wären, dann ist das meines Erachtens das richtige Bild, das wir von der EU haben wollen oder haben sollen. Ich glaube immer, wir im Inneren der Union können gar nicht erfassen, was die schon für eine Außenwirkung hat. Ich vergleiche das mit den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war es auch so, dass in der ganzen Welt die Sternenbanner der amerikanischen Flaggen hochgehalten worden sind. Und das so cool war, was dort passiert ist und jeder das so haben wollte. Und wie ist es jetzt? Am Maidanplatz sind Demonstrantinnen und Demonstranten mit der ukrainischen Flagge auf die Barrikaden gegangen, aber auch mit der EU-Flagge und haben ihr Leben riskiert und sind teilweise dafür umgebracht worden. Die sind mit unserer Flagge in den Kugelhagel auf. Nicht, weil sie sagen, ich will bitte beitreten, sondern weil sie das, was wir erreicht haben, auch für sich erreichen wollten. Friede, Sicherheit. Ein gewisser Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, wenig Korruption im Vergleich, Freiheit. Das ist das, für das die Europäische Union nach außen steht. Und das ist das, was sie haben wollen überall sonst. Das haben wir erreicht. Und warum hat die russische Führungsklique teilweise so Angst vor uns? Und ich sage jetzt bewusst nicht die Russen, weil das stimmt nicht, die Führungsklick. Weil sie Angst hat, dass dieses Virus Freiheit über die nächste Grenze eindringt. Das ist das, was wir ausstreuen. Und ich glaube, da haben wir eine hohe Verantwortung gegenüber uns und gegenüber dem Rest der Welt, dass wir ein bisschen dieses Vorbild und dieses Ziel bleiben für die anderen. Und das bedingt auch eine hohe Verantwortung, mit dem, was sich Europäische Union nennt, umzugehen. Ja, und auch wählen zu gehen bei der Europawahl. Weil das ist die größte Chance, die wir derzeit haben, das mit zu beeinflussen. Ich würde Sie nur bitten, über das ein bisschen nachzudenken. Ich weiß, es ist sehr sphärisch teilweise, aber es ist so, wie ich es empfinde. Und dieses Empfinden hat mich vom eher skeptischen zum begeisterten Europäer gemacht. Wenn man miterlebt, was man eigentlich erreichen kann, wenn man zusammensteht als Europäer, als Europäerin. Herzlichen Dank und ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Dankeschön.